Oh, der Polizist kommt. Schnauze halten, ja? Ich habe Erfahrung, ich rede. Guten Tag, haben Sie einen Führerschein? Naja, wir haben, er hat, Spiegel! Was? Das ist wie Uno Reverse, jetzt muss er antworten. Haben Sie denn einen Führerschein? Kann er das machen? Naja, Spiegel ist Spiegel. Ja, also ich wurde geblitzt, aber ich muss ihn abgeben, aber jetzt, also das heißt nicht immer die ganze Zeit? Ja. Ja, na gut, dann drücke ich jetzt mal ein Nasenauge zu und dann können Sie weiterfahren. Warte, was? Vielen Dank, Polizist Kindermann, Sir. Kurde, wie hast du das gemacht? Ja, das habe ich in der Schule gelernt. Geht das überall? Ja, außer Neuseeland. Lass nach Hause. Oh, der Polizist kommt. Schnauze. Ja, das ist ein Ring. Was ist damit? Ich wünschte, ich hätte den Ring nie bekommen. Ja, das sagt Papa auch immer. Ja, aber komm, wir schmeißen ihn einfach in den Vulkan. Geh zurück, Sam! Ich heiße Linus. Ich werde allein nach Mordor gehen. Nee, ich komm mit, da muss ich keine Hausaufgaben machen. Du kannst nicht schwimmen! Alles gut, ich habe meinen Schwimmsauger dabei. Boah, wann sind wir da? Ich muss mal. Boah, endlich sind wir da, aber richtig warm hier wegen Klimaverwandlung. Hey, ihr zwei, hört auf zu streiten. Man kann das mit Worten klären, sagt meine Mama. Wir haben es geschafft. Du bist nicht mehr verheiratet. Bekomme ich eine Belohnung? Oh ne, die Hausaufgaben. Du Herr Amels, gib mir mal 3 random Wörter und ich mache daraus einen Song. Gerechtigkeit, Freiheit und Dose. Dose. Ihr wisst ganz genau, wenn der Anwalt über Gerechtigkeit und Freiheit redet und ich soll daraus einen Song machen, dann können wir nur eine Person auf dieser Erde samplen. Also für den Beat habe ich die Musik von Batman Dark Knight genommen, komponiert von Hans Zimmer. Und der Rest ist im Text. Ich bin Batman. 6. Sinn, Pussy, besser leg dich hin. Guck, ich komme, um den Brüdern heute Gerechtigkeit zu bringen, ja. Zieh dein Messer, komm und teste mich, mein Kind. Ich glaub, du und deine Bande habt vergessen, wer ich bin. Dark Knight. Meine Freiheit gibt dir Tritte wie bei K1. Sie wollen mich heute rippen, aber finden nicht mein Sparschwein. Symbol und in Wolken, sie brauchen Idole. Schieß gegen mich, der Lauf der Pistole, platz auf wie eine Dose. Pam, pam. Soll mir einen Nutella-Putz schmieren? Los geht's! Toaster? Stecker rein! Schnippschnapp! Ich liebe diese Hände! Gar nicht mehr! Toast auf dem Teller! Nutella! Leute, Nutella mit oder ohne Butter? Komm, egal! Öffnen? Ih, ein Krümel! Das wird jetzt schwer! Ich hab euch übrigens in meiner Story gezeigt, wo man die herbekommt! Fertig! Ich heule! Ich soll mir einen Nutella? Unser Plan ist es, Paluk zu überraschen. Er weiß nicht, dass wir kommen. Er hat gerade eine Signierstunde und wir geben unser Bestes, ihn zu überraschen. Let's go. Psst, er darf uns nicht sehen. Aber bevor wir zu Paluten können, müssen wir erstmal an allen Leuten vorbei. Maxi. Ja. Guter Plan. Super guter Plan, ne? Ja. Und jetzt zu unserem Ziel, zu Paluten. Hallo. Na? Ich hab den Null erkannt. Wie geht's dir? Gut. Dann haben wir noch ein Foto gemacht. Ich habe ein Autogramm von ihm bekommen und eine super süße Umarmung, yeah! Der Plan, Paluten zu überraschen, hat komplett funktioniert. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und macht das Plus weg oder abonniert, ja. Unser Plan ist es, Paluten zu überraschen, er weiß... Es wird wieder Zeit, meinen Lehrer zu dribbeln. Hoffentlich schaffe ich das. Oh, ein Susi-Packer. 3 Minuten später. Ich fass es nicht! Du warst dieses Jahr nicht ein einziges Mal pünktlich beim Unterricht. Ja, aber egal, passen Sie auf. Wenn Sie mir die nächsten beiden Fragen richtig beantworten, kriegen Sie von mir die Genie-Lampe mit unendlich Wünschen. Was? Er hat das mächtigste Item der Welt. Okay, und wo ist der Haken? Wenn sie verkacken, dann kriegen wir alle jetzt schon Sommerferien. Okay, komm, schieß los. Okay, erste Frage. Wie nennt man den chinesischen Verkehrsminister? Das wusste ich. Umleitung. Richtig. Endgegnerfrage. Wenn ein Lehrer nicht alle Fächer unterrichten kann, wie soll dann ein Schüler alle Fächer lernen? Weil wir Lehrer? Weil ihr Schüler? Viel Spaß bei den Sommerferien. Er ist so hohl, dieser kleine Hut. Es wird wieder Zeit, meinen Lehrer zu dribbeln. So werden Hacker in Videospielen bestraft. Wonging ist eins der längsten Videospiele der Welt. Man muss 400 Tage warten, bis der König aufwacht. Wenn man versucht, am Computer die Zeit vorzuspulen, kommt man als Strafe ins Gefängnis. Und man kommt nur raus, wenn man 400 Mal auf diesen Button klickt. In Slender The Arrival gab es einen Bug, durch den man aus der Map rauslaufen konnte. Der Entwickler hat diesen Bug aber bemerkt und programmiert, dass Slenderman sich dann zu einem hin teleportiert und man sofort stirbt. Außerdem sagt er nicht mal, ein Bug könnte dich vor mir retten. So werden Hacker in Videospielen bestraft. The Longing ist eins der längsten Videospiele der Welt. 4 Arten von Trampolinspringern.
Der Tollpatschige. Der Lässige. Der, der sich überschätzt. Der Übermotivierte. Vier Arten von Trampolin. Dropping the phone. Im Januar 2016 dieses Bild auf Facebook gepostet und ging viral. Zu sehen der kleine Murtaza Amadi in einem aus Plastik selbst gebastelten Messi-Trikot. Auch Messi selbst bekam davon mit und schickte dem Jungen ein echtes unterschriebenes Trikot. Im Dezember 2016 wurde er dann sogar zu einem Spiel des FC Barcelona eingeladen und durfte mit ihm einlaufen. Schon davor klammerte er sich an sein großes Idol, ein Bild, das um die Welt ging. Als die anderen Einlaufkinder schon wieder vom Platz waren, blieb Murtaza einfach bei Messi. Dann stellte er sich sogar mit aufs Mannschaftsfoto und legte den Spielball in die Mitte. Und dann rennt er anstelle zur Seitenlinie wieder zu Lionel Messi. Das Feld wollte er einfach nicht verlassen, dann trug ihn der Schiedsrichter runter. Bis hierhin ist die Story sehr schön und auch bekannt. Doch was folgt, sind Krieg, Entführung und Neid. Dazu gibt es morgen ein weiteres Video, drückt gerne aufs Plus, um es nicht zu verpassen. Im Januar 2016 wurde Mann, ich hab bis jetzt nur Bürdegeschenke bekommen. Hey, wir hätten dir jeden Wunsch erhöht, wenn du artig gewesen wärst. Sag ich doch, ich war eigenartig, bösartig und abartig. Da ist was Wahres dran. Hier, das ist von mir. Ein Buch. Gefällt dir das Buch etwa nicht? Naja, mir wäre dein Sparbuch lieber gewesen. Und das ist von mir. Auch ein Buch? Naja, besser als nichts. Danke, Opa. Sehr gerne. Aber das Buch muss nächste Woche wieder in der Bibliothek abgegeben werden. Sei nicht traurig, Enkel. Ich erzähl dir mal einen Witz. Was essen Schneemänner zu Weihnachten? Keine Ahnung. Schneeflocken. Sollte das jetzt witzig sein? Ich erzähl dir mal einen Witz, da werden dir glatt die Busen runterfallen. Oh, wie kennst du den schon? Outtakes jetzt in der Story. Mann, ich hab bisschen. Im letzten Video habt ihr alle entschieden, dass das Wohnzimmer blau werden soll. Aber Zoe wollte es Puderlid haben. Uhu. Jetzt geht's aber ums Schlafzimmer. Wir beide sind gemeinsam die Kommentare durchgegangen und haben gesehen, dass fast alle das Schlafzimmer blau haben wollen. Genau, fast alle. Aber ein Kommentar war rosa und Zoe hat das auch gereicht, um das Schlafzimmer rosa zu färben. Was macht ihr mit mir? Und wie ihr euch denken könnt, habe ich alles alleine gemacht. Aber zum Glück wurde meine Arbeit appreciated. Richtig? Los! Wir schlafen also in einem pinken Zimmer. Welche Farbe soll unser Game bekommen? Pink oder blau? Bitte sagt blau. Im letzten Video habt ihr alle entschieden, dass das Wohnzimmer blau werden soll. Aber Zoe wollte es Puderlider haben. Uhu. Jetzt geht's aber ums Schlafzimmer. Wir beide sind...